Moin moin Leute, ich bin Lilkopf's Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem kleinen neuen Point-and-Click-Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute ein wundervolles neues Spielchen an, namens Cleo, A Pirate's Tale. Das Ganze hier ist ein Spiel aus einem deutschen Entwicklerhaus, beziehungsweise von einem deutschen Entwickler, was ich sehr, sehr cool finde. Sowas unterstütze ich immer sehr gerne. Und hier wird man auch verschiedenste deutsche Synchronstimmen hören, was mich immer sehr glücklich macht. Besonders eine Synchronstimme, worauf ich mich schon sehr freue, die wir im Laufe des Spiels hier finden werden. Falls ihr Spiele wie The Secret of Monkey Island, Day of the Tentacle, so diese alten Retro-Point-and-Click-Spiele mögt, dann werdet ihr hier auf jeden Fall zu Hause sein. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein. Ich bin sehr gespannt, was uns in diesem kleinen Abenteuer erwartet. Du willst eine Geschichte hören, was? Lass mich dir vorher eine Frage stellen. Was ist das Wichtigste an einer Geschichte? Ein beispielhafter Held? Ein markerschütternder Bösewicht? Eine bezaubernd markante Erzählerstimme? Ein Happy End vielleicht? Hm? Auf jeden Fall bin ich mir sicher, es gibt keine bessere Art, eine Geschichte zu beginnen als mit mir, Piratenlegende Captain Kabeka. So. Das war fast ein wenig zu einfach. Ich hab's mal wieder geschafft. Ich bin der Größte. Das Irrlicht des Ignaz muss irgendwo hier vergraben sein. Afonso, bring mir noch mal die Karte. Das Spiel hat einen Affen namens Afonso. Ich bin jetzt schon 10 von 10 begeistert von diesem Spiel. Unten links wird dir das aktive Dokument angezeigt. Drücke Tab oder klick direkt auf das Feld, um das Dokument anzuzeigen. Okay. Also, wir sind hier auf Fluffy Island. Interessant. Man sieht hier die Karte. Das ist unsere kleine Insel. X marks the spot. Dort sind wir auch gerade. Und ich denke, hier, genau an der Stelle, ist ein Schatz vergraben. Bewegen. Unten rechts wird dir der aktive Gegenstand angezeigt. Im Moment kannst du diesen Gegenstand nicht benutzen. Sieh dich um, um einen Ort zu finden, an dem du den Gegenstand benutzen kannst. Okay. Also, oh. Wenn du mit einem Objekt, einem Ort oder einer Person interagieren kannst, erscheint dies am oberen Bildrand. Eine Stelle mit aufgelockerter Erde. Hier würde es sich bestimmt lohnen, einmal zu graben. Was passiert, wenn wir jetzt einfach überall graben? Wenn sich dein aktiver Inventargegenstand mit dem Objekt, dem Ort oder der Person in der Nähe kombinieren lässt, färbt sich der Rahmen orange. Okay, und dann kann man mit Rechtsklick diesen Gegenstand auch benutzen. Huch, nicht beim ersten Versuch. Das ist mir ja noch nie passiert. Pass auf, ich bringe dich dazu, dass du noch nicht mal beim dritten Versuch schaffst. Ich denke mal, wenn X markt the spot, dann wird es ziemlich sicher hier oben sein, aber ich möchte gerne herausfinden, was passiert, wenn man nicht direkt das Richtige findet. Wieder nichts. Okay, langsam wird's peinlich. Komm schon, auf zur nächsten. Aller guten Dinge sind drei. Aha, geht doch. Ich glaube, das ist nicht das, was wir wollten, oder? Captain Kabeka hat einen Säbel bei sich. Benutze ihn, um dich gegen die Skelette zu wehren. Drücke oder klicke unten auf die Tasche, um das Inventar zu öffnen. Mit diesem legendären Säbel habe ich unzählige Ungeheuer erlegt und unzählige Essensreste aus den Zahnzwischenräumen entfernt. Nimm das, ihr Nulldiätler! Ihr Nulldiätler! Zack. Zack. Also man hat hier tatsächlich auch wirklich kleines Combat drin. Das ist ja verrückt. Kennt man ja aus so einem Point-and-Click-Spiel jetzt nicht unbedingt, dass man hier so ein Kampfsystem wirklich mit drin hat. Das ist schon beeindruckend. Sehr cool. Oh, hier blitzt es. Glänzendes Licht ansehen. Da glänzt irgendwas unter der aufgewühlten Erde. Dann wollen wir doch da mal buddeln, wa? Hallo, was haben wir denn da Schönes gefunden? Okay, was haben wir hier? Eine Kalimba. Ein altes, verstaubtes, aber gut gestimmtes Instrument, das mitten auf Fluffy Island vergraben lag. Okay. Schön. Wir haben jetzt eine Kalimba. So. Vielleicht können wir hier tatsächlich doch noch weiter buddeln. Obwohl, buddeln können wir wohl nicht mehr. Nee. Also, wir haben eine Kalimba gefunden, aber ich glaube, noch nicht wirklich ein Hinweis,
Das sieht aus wie ein F so ein bisschen. Aber wir haben keinen direkten Hinweis, glaube ich. C3. Auf dem Feld ist das jetzt nur vergraben. Noch keinen direkten Hinweis, worauf ich mit dem Satz die ganze Zeit hin möchte. Was wir hier spielen müssen. ECAFEGBF. Könnte man jetzt auch nicht unbedingt was mitbilden. Wir können Kaffee sagen. Ein Kaffee bitte. Das ist der neue Jingle von Chibo tatsächlich. Ich weiß auch nicht, ob wir hier aus dieser Karte herauslaufen dürfen. Sieht nicht danach aus. Ich bleib einfach da unten. Gibt's hier sonst noch was, was wir uns angucken können? Können wir Afonso nochmal rufen? Afonso, Afonso! Ich stecke fest. Das hier sind ja auch keine Buchstaben, die hier angezeigt werden, nicht? Okay. Das Lied, was hier im Hintergrund gespielt wird? Wohl nicht, oder? Das fände ich ein bisschen krass. Das mitten auf Fluffy vergraben lag. Fluffy Island. Weil wir werden nicht Fluffy damit spielen können. Sag mir jetzt wirklich nicht, wir müssen jetzt die Melodie nachspielen. Da muss man ja schon... So wird das nicht. Herzlichen Dank. Vielleicht sollte ich nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Vielleicht hast du recht. Auf die Karte. Was übersehe ich hier? Irgendwas muss ich ja übersehen. Hier ist ein Notensymbol. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. C3? Sollen wir wirklich einfach nur 3... Gibt es überhaupt ein C drauf? Es ist nicht dreimal das C. Wäre ja auch zu schön gewesen. A, B, C. 1, 2, 3. A! A, B, C, E. Moment mal. Es kommt auf die Punkte an. A, B, C, D, E. Haben wir die überhaupt alle? A, B, C, D gibt's auch nicht. E. Und da ist dann die Frage, welches E? Wahrscheinlich erst das erste und dann das zweite. Und dann wahrscheinlich wie oft, richtig? A, 3, B. Guck mal, jetzt fängt es nämlich schon an. Ich liebe das ja bei Point-and-Click-Spielen. Ich hole mein kleines Büchlein raus. Und mach mir kleine Notizen, wie ich es immer sehr gerne mache. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Also, wir haben A3, B4, C1, E2 und E5. So, wir gucken doch mal. Jetzt A, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5? Ich war mir so sicher, dass es richtig ist. Es geht um die Reihenfolge. Ich bin ein kompletter Idiot. C. Jetzt die Frage, welches E? E. A. B. E. Das hat viel zu lang gedauert. Ich wette, alteingesessene Retrohasen, die Secret of Monkey Island durchgespielt haben ohne Lösung, werden schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Auch für euch bin ich hier. Hi. Was haben wir hier jetzt gefunden? Flasche mit Irrlicht. Das Irrlicht des Ignaz. Einpacken und ab nach Hause, würde ich sagen. Wie es mit mir, Afonso und dem Irrlicht weiterging? Klar könnte ich dir das erzählen. Doch im Mittelpunkt dieser Geschichte steht jemand anderes. Und zwar Cleo. Oh, sehr schön. Kapitel 1. Captain Avery und der nasse Tod. Das klingt aber ein bisschen traurig. Cleo! Cleo! Cleo,
Hast du gehört, was Butter Pete heute Morgen im Netz hatte? Butter Pete? Womit hast du mich da gerade beworfen? Sag's ihr, Pete. Ich glaub's war ein Schrimpkopf. Was? Was? Nein, du sollst dir sagen, was du heute Morgen im Netz hattest. Du bewirfst mich mit einem Schrimpkopf? Ich sitze direkt neben dir. Hättest du mir nicht einfach auf die Schulter tippen können? Echt jetzt? Cocktailschirmchen. Was? Cocktailschirmchen. Im Netz. Ein Cocktailschirmchen. Irre, im Netz waren hunderte Cocktailschirmchen. Hey, Susi. Bekomme ich noch eine Flasche? Ich heiße Cleo. Warum vergisst du andauernd meinen Namen? C-L-E. Ja, ja, wie du meinst. Hol dem guten Pete einfach eine Flasche Rum. Ich glaube, das wird ihm nicht helfen, wenn wir dem Rum bringen. Naja, ich denke, wir sollten das einfach tun. Rumflasche nehmen. Postkarten ansehen. Postkarten meiner buckligen Verwandtschaft. Einer langweiliger als der andere. Oh, na super. Aber wenigstens müssen die sich nicht den ganzen Tag öde Fischgeschichten anhören. Guck mal, die haben es fast besser, wa? Bester Brummschädel Rum. Hergestellt von Tinder Inc. Wir machen Rum. Tinder Inc. Wir machen Rum. Butter Pete und Papa ansehen. Pete braucht neuen Rum. Schon wieder. Das ist richtig. Ich weiß nicht, ob ich ihm den geben will, aber ich glaube, wir sollten das einfach tun. Hey, wusstet ihr, dass Captain Kabeka zusammen mit einem Affen auf Schatzsuche ist, gegen 6 wandelnde Skelette kämpfen musste, eine Geheimtür mit einer Kalimba geöffnet hat? Zusammen mit einem Affen auf Schatzsuche ist. Also das ist tatsächlich von allen drei Möglichkeiten das, was mich am meisten fasziniert. Zusammen mit einem Affen auf Schatzsuche ist? Hey Pete, wie heißt nochmal die Bucht, in der du immer diese ganzen verrückten Sachen findest? Panemo Bay. Der beste Ort zum Fischen. Ich wollte gerade was erzählen. Muss ich's dir immer wieder sagen. Niemand interessiert sich für deine Lügengeschichten. Das ist gemein. Wir sind Barkeeper. Unsere Gäste erzählen hier ihre Geschichten. Wir geben ihnen eine Flasche Rum und hören zu. Nicht andersrum. Andersrum. Zuhören? Das soll wohl ein Witz sein. Man kann doch riechen, was er heute gemacht hat. Fische gefangen und Rum getrunken. Ja, richtig. Pete hat Fische gefangen. Für Herberts Fischsuppe. Während du nur in deinem bescheuerten Piratenbuch voller Hirngespinste geblättert hast. Das sind keine Hirngespinste. Entwenden und Entwischen ist die Buchreihe über den berühmten... Die würde ich gerne mal lesen. Kabeka ist ein echter Abenteurer, eine Legende und nicht so ein Verlierer wie... Pete. Du. Carla. Carla. Soße? Cleo. Nee, Soja. Bring ich dir, Pete. Wenigstens hat's mit C angefangen. Bevor du dich hier zu Tode langweilst, bring Granny Gabble noch eine neue Flasche Rum. Sie ist draußen am Steg und strickt. Granny Gabble. Ei, ei, Captain. Auf geht die Fahrt. Rumflasche mitnehmen, Tresenklappe öffnen, okay. Captain Kabeka Buch ansehen. Entwenden und entwischen. Die Abenteuer des legendären Captain Kabeka, Band 23. Halleluja. Es ist gerade so unglaublich spannend. Hör mal, Papa ansehen. Hast du Oh. Noch nicht. Das machen wir jetzt direkt. Klappe öffnen. Schließt sich automatisch. Rennen können wir auch. Perfekt. Verlassenen Tisch ansehen. Ach, so sieht es also aus, nachdem ein Mann mit 2 Hakenhänden versucht hat, Suppe zu essen. Das ist ja, als ob ein Lego-Männchen versucht, Suppe zu essen. Garderobe ansehen. Garderobe. Achtung, keine Haftung. Ach so. Deswegen muss ich die blöden Jacken immer vom Boden aufsammeln. Ja, wahrscheinlich. In die Küche gehen. Lieber, der Geruch von Herberts Fischsuppe ist wirklich nur schwer zu ertragen. Dann sollten wir da vielleicht nicht reingehen. Wen haben wir hier sitzen? Kleine Schwester. Das ist meine kleine Schwester. Okay. Erzählst du mir eine Piratengeschichte, Cleo? Später. In Ordnung? Manu. Manu! Wie süß. Was macht ihr hier? Pete's Crew. Das ist Pete's Crew. Sie spielen Krakenfodder. Krakenfodder. Ich kenne die Regeln aber leider nicht. Das ist nichts für Kinder. Ja, genau. Und nichts für Mädchen. Okay. Genau. Und nichts für... Ja, verzieh dich, Mann. Ich glaube, er weiß gar nicht, was Mädchen sind, ehrlich gesagt. Butter Pete. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum der so heißt, wenn man sich das mal so ein bisschen genauer hier anschaut. Butter Pete von hinten. Muss ich wirklich mehr dazu sagen? Nein.
Ich glaube, wir können da alle drauf verzichten. Wer sitzt hier noch? Der betrunkene Gast. Hey, Frank. Frank? Na, das wird aber noch ausgetrunken, Kumpel. Sonst wird eine Steuer bezahlt. Ist wie beim All-You-Can-Eat-Buffet. Dartscheiben in schlecht beleuchteten Bars. Ich wette, das ist eine Erfindung der Augenklappenindustrie. Das ist mega schlau. Das könnte wirklich einfach eine Erfindung von denen sein. Damit mehr Leute sich die Augen ausschießen. Ist das schlau. Da ist eine kleine Katze, die einen Fisch haben möchte. Nick Carter! Meets. Komm her, Nick Carter. Der Bursche scheint beschäftigt zu sein. Ich glaube, der ist beschäftigt, ja. Wir können ja auch weiter nach oben gehen, Fässer ansehen. Hey, da steht etwas drauf. Handy Reusable Assets GmbH. Handy? Interessant. Granny Gable. Das ist Granny Gable. Zumindest nennt sie jeder so. Wie sie wirklich heißt, weiß niemand. Na denn. Können wir mal kurz ganz kurz darüber reden, wie absolut stark das Wasser gemacht ist? Alter, sieht das geil aus. Das hat noch nicht mal eine wirklich richtige Wasserphysik, außer diese Wellenbewegung und dass sich oben diese Oberfläche, die so aussieht wie so schaumige Wellen, sich so ver... Das ist ja irre. Das ist absolut smart, mit kleinsten Mitteln ein Wasser darzustellen. Liebe ich. Granny Gable kriegt anscheinend auch Rum. Hallo, Granny Gable. Ich hab hier neuen Rum für dich. Ja, ich weiß. Ich wäre auch gern da draußen. Fremde Inseln entdecken, Abenteuer erleben, irgendwo anders sein. Nur nicht hier. Granny Gabbe? Also entweder sie ist einfach von uns weggegangen, weil sie uns nicht zuhören wollte. Ich hatte gerade eher ein bisschen Angst, dass sie ins Wasser springt. Immer ein großer Spaß, sich mit dir zu unterhalten, Granny Gabbe. Was haben wir heute wieder gelacht, was? Ich glaube, wir sollten sie nicht noch weiter treiben, weil ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass sie dann ins Wasser fällt. Das möchte ich nicht auslösen. Der Angler. Das ist Grauer Wurm. Grauer Wurm. Er stellt gerade einen Rekord im Keine-Fische-Fangen auf. Oh. Gib alles, Grauer Wurm. Ich glaube an dich. Traumhaft. Und das Boot ansehen, mit dem wir definitiv nicht fahren können. Das Schiff riecht wie Pete. Oder riecht Pete wie das Schiff? Naja... jedenfalls riecht beides nach Fisch. Das ist beides auf jeden Fall nicht schön. Okay. Wir haben unsere Aufgabe erledigt. Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen einfach zurück in die Bar und schauen mal, ob wir noch was erledigen können. Die angeregte Unterhaltung mit Granny Gable war wieder einmal erfrischend. Auf jeden Fall. Kann ich jetzt bitte weiterlesen? Wo ist mein Buch? Wo ist mein Buch? Vielleicht bekommst du es wieder, wenn du Hackebeil Herbert in der Küche geholfen hast. In der Küche? Das stinkt doch. Oder dein blödes Buch landet schneller im Ofen, als du Schrimpkopf sagen kannst. Oh. Dann helfen wir mal dem Hackebeard. Ab in die Küche. Ofen. Der Ofen brennt heute besonders heiß. Gottes Willen. Als ob es in einer karibischen Küche nicht schon heiß genug wäre. Okay, was haben wir hier alles? Ein Haufen Fische. Nur wenn ich wirklich muss. Ich glaube, das musst du gleich leider. Besen. Jene wird hier groß geschrieben. Mhm. Nur weiß scheinbar niemand, was das Wort bedeutet. Aber es wird groß geschrieben. Wenigstens etwas. Messersammlung. Wie ging das Sprichwort noch? Ein Messer im Rücken kann auch... Entzücken? Ich glaube, das ging irgendwie anders. So geht das Sprichwort nicht. Okay, Suppe ansehen. Sumpfgrüne Fischsuppe, garniert mit glibbrigem Fischkopf, angereichert mit... was auch immer da gerade in den Topf reinkrabbelt. Ich möchte nicht drüber nachdenken. Ja, reden wir mal mit ihm, oder? Hackebeil Herbert. Hey, Herbert. Hallo, Cleo! Warum schreist du denn? Was für ein toller Tag heute, nicht wahr? Verdammt schöner Tag! Ich weiß, warum du in der Küche stehst und nicht draußen. Super! Dann macht's ja noch mehr Spaß! Bring mir bitte die Fische dort aus dem Netz. Klar. Oh, wirklich? Die sind voll eklig. Boah. Bitte sehr. Warum so gut gelaunt? Fällt dir denn nichts an mir auf? Schau genau hin. Du hast ein Holzbein? Er will, dass ich ihm einen neuen Fisch bringe.
Noch ein Fisch. Hm, neues Hackebeil? Falsch! Der erfahrene Koch weiß, ein Hackebeil ist nur so gut wie... Sein... Der Koch, der damit hackt? Wieder falsch! Das Brett, auf dem es hackt! Oh! Ah, neues Schneidebrett, ich verstehe. So. Ja, schick sieht's aus, keine Frage. Ganz recht! Dieses Schneidebrett ist aktuell die Stradivari unter den Schneidebrettern. Die Stradivari. Manche sagen sogar, es sei fast so gut wie eins von Schneidebrett Pitt. Schneidebrett Pitt. Schneidebrett Pitt? Was? Noch nie was von Schneidebrett Pitt gehört? Er ist eine Legende in der Schneidebrettszene. Das glaube ich. Er hat nur eine Handvoll Schneidebretter hergestellt. Man sagt, diese Bretter seien unbezahlbar und unzerkratzbar. Aber dann ist sein Erlös, sein Gewinn ja gar nicht mal so gut, weil dann verkauft er ja immer nur eins an einen Kunden. Wow. Was ist aus diesem Schneidebrett Pitt geworden? Er hat einen heiligen Bluteid geschworen, nie wieder ein Schneidebrett herzustellen und sich zurückgezogen. Warum? Seither hat man nichts mehr von ihm gehört. Was zum... Was ist denn das? Da ist eine tote Hand und ein Buch in meinem Fisch. Wow, das ist ein echtes Piratenlogbuch, Herbert. Beim Klabautermann, das kommt mir nicht in die Suppe. Nee, ich nehme das schon. Ich nehme das, alles gut. Ich nehme mir das einfach fix. Ich muss unbedingt wissen, was in diesem Buch steht. Schnell. Aber diese knochigen Finger halten es zu. Mal sehen. Kriegen wir doch locker geöffnet. Oh nein. Man könnte jetzt auch einfach mal gucken, welche Finger sich wann wie bewegen. Oh, jetzt war der noch drin. Verdammt. Yes. Trial and Error. Funktioniert immer. Logbuch des furchtlosen Abenteurers Captain Avery Allwick. 3 Tage und Nächte habe ich gegen das Ungeheuer kämpfen müssen, ehe ich es bezwingen konnte. Ich werde den Hafen noch heute Abend verlassen. Ha! Wenn mein Schiff unter der Last des ganzen Goldes nicht direkt auf den Meeresgrund sinkt. Der Wind steht günstig, um zu meinem vorerst letzten Ziel zu segeln. Denn einen Schatz werde ich noch suchen und finden. Den größten aller Schätze. Den Schatz der ewigen Erinnerung. Ui. Das klingt ja mal klasse. Wow. Ein echter Pirat. Oh Gott. Ist das Avery Elvig? Was? Was war das? Ich glaube, der war eigentlich eingesperrt in dem Buch, hä? Was zum... Das sieht aus wie ein Wort. Oder ein Name? Yishomilele? Meine Suppe! Sorry. Mein Schneidebrett. Stimmt. Was ist denn hier los? Warum das Schneidebrett? Es tut mir so leid. Das war ich nicht. Da war ein Geist. Ein Geist? Jetzt reicht's aber. Du sollst mit den Lügengeschichten aufhören. Aber ich lüge nicht. Cleo, wird Zeit, dass du endlich erwachsen wirst. Und mit diesem Quatsch ist jetzt Schluss. Mein Buch! Nein! Nein! Morgen früh fährst du mit Pete raus zum Fischen. Was? Ich kann nicht mal schwimmen. Du willst doch ein Abenteuer erleben. Und ich will dich hier erstmal nicht mehr sehen. Keine Widerrede. Das ist aber eine harsche Erziehung, du. Uiuiui. Mein Buch!
Die unheimliche Geistererscheinung ließ Cleo in dieser Nacht kein Auge zumachen. Was sollte das alles bedeuten? Der Geist, der blutige Schriftzug, Jichu Milele. Cleo schlug das mysteriöse Logbuch auf, das sie gefunden hatte, und begann darin zu schreiben. Da sind wir auch schon auf dem Schiff. Oh, es ist so früh. Ei, und das ist auch gut so. Wieso? Sehen wir zerzaust aus. Jede Nacht schwimmt ein riesiger Schwarm Fische in die Panemo Bay. Okay. Keine Ahnung, wo die alle herkommen. Aber ein altes Fischersprichwort besagt, ist man früh in der Bucht, ist Fische fangen eine Wonne. Du meinst eine Wucht? So ein Blödsinn. Es heißt ganz sicher Bucht. Schau dich ruhig ein wenig auf dem Boot um. Ich sag dir Bescheid, wenn wir uns Panemo Bay nähern. Okay. Auf ihrer Reise schreibt Cleo ihre Gedanken in das Logbuch, das sie gefunden hat. Das Symbol oben links erscheint, wenn Cleo einen neuen Eintrag gemacht hat. Um die Einträge zu lesen, wähle im Inventar das Logbuch als aktives Dokument aus und öffne es. Ich kann nicht schlafen, was ist da heute mit mir passiert? Habe ich wirklich einen Geist gesehen? Oder war ich von Herberts Fischsuppengestank paralysiert? Aber das kann nicht sein. Die verschüttete Suppe, das zerbrochene Schneidebrett und vor allem der blutige Schriftzug an der Wand Jichu Milele? Was das wohl zu bedeuten hat? Papa hat das wirklich ernst gemeint. Ich musste wirklich mit auf Butthair Pete's Boot. Es stinkt, ich bin müde und mir ist langweilig. Ein Abenteuer zu erleben, stelle ich mir wirklich anders vor. Klingt auch nicht schön. Wow, Pete sieht heute Morgen richtig frisch aus. Bist du dir sicher? Riecht aber nicht so. Der Geruch ist meistens eigentlich das Wichtigere. Also das Aussehen auch, aber... Ein Hammer, eine Flasche Rum, eine Zange, noch eine Flasche Rum... Und eine Tube Holzleim. Reicht für eine Woche. Ach nee, ist eine Flasche Rum. Reicht für 2 Wochen. Okay. Hier ist auf jeden Fall was ganz arg verknotet. Junge. Knoten Joe. Na, wer hat gewonnen? Der Knoten. Beim Krakenfordern gestern. Ich stehe in der prallen Sonne und repariere ein Fischernetz. Also rate doch mal. Oh, tut mir leid, dass du verloren hast. Was? Wieso? Nein, ich habe gewonnen. Ach so. Und wieso musst du dann das Netz reparieren? Ich darf das Netz reparieren. Ein Seil zu knoten ist die ehrenvollste Aufgabe an Bord eines Bootes. Einen Knotenknoten? Ei, einen Knotenknoten. Kann das nicht jeder, der, nun ja, aus seinen Klettverschlusssandalen rausgewachsen ist? Entschuldigung. Es mag einfach aussehen, aber es ist eine Wissenschaft. So ist es. Eine Kunst, eine Religion. Ich kenne die 605 Seefahrerknoten der 55 Knoten Großmeister. Auch genannt die Notfather. Notfather. Die. Nicht The Godfather, The Notfather. Ich neige mein Haupt. Gänsehaut. Ich habe richtig Gänsehaut. Aha. Hallo! Auf einem Fischerboot sollte jedes Crewmitglied diese Knoten beherrschen. Okay. Bringt sonst Unglück. Da geht's um Leben und Tod. Ich kann dir zeigen, wie du jeden beliebigen Knoten innerhalb von Sekunden lösen kannst. Na, willst du wissen, wie das geht? Sehr gerne. Du wirst uns alle noch umbringen, Mädchen. Schon mal das Wort Jichu Milele irgendwo gehört? Schon mal das Wort Jichu Milele irgendwo gehört? Nein, noch nie gehört. Ist definitiv keiner der Notfather. Er kennt nur die Notfather. Ich will dich von deiner heiligen Aufgabe nicht länger abhalten. Gut Knot. Oder was auch immer. Gut Knot. Gut Knot in die Runde. Wir gehen mal unter Deck. Mal gucken, was da noch so auf uns wartet. Unter Deck gehen. Nein, es gibt sogar das Cover als Poster. The Notfather. Und? Moment mal. Was ist das? Da steckt ein Zettel hinter dem Poster. Betrunken, dreiköpfig, unsterblich, aufsteigend, gigantisch. Aha. Köderliste. Auf dem Zettel steht, die 10 besten Köder. Bei Nummer 8 musste ich weinen. Wie so ein Clickbait. Mit Erik. Was machst du da? Ich pflege mein Krakenfutter-Set. Kannst du mir das beibringen? Klar,
Zunächst musst du die Rum- und Blutreste abwischen. Dann kann die eigentliche Pflege beginnen. Nein, nicht die Pflege. Die Spielregeln, meine ich. Von Krakenfodder. Ach so. Warum eigentlich nicht? Jetzt doch! Zur Abwechslung würde ein neuer Gegner mal gut tun. Cool. Hast du dein Set dabei? Oh. Ich hab keins. Tja, das ist schlecht. Vielleicht kann dir Knotenjoe sein Set leihen. Frag ihn doch mal. Hast du das Wort Jichomilele schon mal irgendwo gehört? Hast du das Wort Jichomilele schon mal irgendwo gehört? Nein. Was bedeutet das? Das versuche ich herauszufinden. Das wüsste ich auch gerne. Ich bin gleich zurück. Genau. Okay, versuchen wir mal uns das Deck auszuleihen, sein Set. Ich hoffe, dass das klappt. Dass er uns das einfach so gibt, was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundern würde. Aber hey, wir gucken mal. Hey, Captain Klettverschluss. Ich bin's nochmal. Klettverschluss, wie gemein. Ich muss das hier noch kurz fertig knoten, bevor ich den Faden verliere. Hasenohr, schieß ein Tor. Wuppdiwupp. So, fertig. Hasentor, schieß ein Tor. Okay. Kann ich mir dein Krakenfodder-Set ausleihen? Nein. Krakenfodder ist ein Spiel für Seemänner. Du bist kein Mann. Und du gehörst auch nicht auf See. Ein altes Fischersprichwort besagt, kannst du nicht richtig knoten, sollst du nicht sein auf hoher See. Du meinst auf Booten. Und ich kann übrigens sehr wohl knoten. Ha, du wusstest ja nicht mal, wer die 55 Notfather sind. Klar weiß ich das. Ach ja, beweis es mir. Kein Problem. Oh oh. Wer hat diesen Knoten erfunden? Der Knoten sieht aus wie ein dreiköpfiger Pilz mit einem Piratenhut. Dreiköpfiger Pilz mit einem Piratenhut. Simon, Alfred, Jan, Torben, Mats, Chip, Bruce, Quinn, Terry, Clemens, Tobi, Benny, Nick, Wes, Parker. Lass mich einen Moment darüber nachdenken. Lasst dir ruhig Zeit. Vielleicht können wir das jetzt einfach die anderen fragen. Bevor wir jetzt einfach was Falsches sagen. Wow. Okay, mit ihm können wir nicht reden. Das können wir ihm auch nicht zeigen. Im Inventar haben wir gerade diese Hand. Okay. Wir gucken mal einmal ganz kurz, ob wir noch was Neues ins Buch geschrieben haben. Nein, noch nicht. Okay, dann fragen wir noch mal einmal unten. Vielleicht können wir ihn das ja tatsächlich fragen. Kennst du dich mit Knoten aus? Hör mir bloß auf. Den ganzen Tag nervt Joe mich mit seinen bescheuerten Knoten. Okay. Fang du nicht auch noch damit an? Ich wollte doch nur... Wenn du noch einmal das Wort Knoten sagst, werf ich dich über Bord. Das schwöre ich beim Tattoo meiner Mutter. Okay, okay. Moment mal. Hat deine Mutter ein Tattoo? Hast du ein Tattoo deiner Mutter? Gute Frage. Oder hat deine Mutter dich tätowiert? Ein altes Fischersprichwort besagt. Willst du Arbeit auf dem Kutter? Tätowier dir deine... Mama. Ihr drei seid in die gleiche Klasse gegangen, was? Dieser Knoten, Joe, macht mich wahnsinnig. Ständig höre ich ihn im Lagerraum vor sich hinbrabbeln. John, Karl, Frank, zum Kotzen. Ich glaube, er hat sich da drin irgendwas gebastelt, um diese Namen auswendig zu lernen. Also lass mich bloß damit in Ruhe. Und komm erst wieder, wenn du das Krakenfodder-Set hast. John, Karl, Frank wurde gerade schon gesagt. Sehr spannend. Kann man hier noch irgendwo anders hin? In den Lade... Oh, natürlich ist der abgeschlossen. Verdammt. Können wir ihn vielleicht fragen, ob er den Schlüssel hat? Was haben wir noch nicht? Weil wenn wir da hinten reinkommen könnten, können wir dieses Drehspiel vielleicht uns... Kann ich mal den Schlüssel für den Laderaum haben? Klar. Die Fischerei hat dein Interesse geweckt. Was? Ja, klar, genau das ist es. Hier wird mal ein richtiger Fischer. Ja, sicherlich. Ich kann's förmlich riechen. Ich glaube, das bist du, was du riechst. Mhm.
Sehr schön. Wir haben den Schlüssel erhalten und können jetzt in den Laderaum. Das heißt, wir können dann jetzt gleich wahrscheinlich dieses Drehspiel hier zusammenbasteln. Laderaum. Ja, öffnen. Aha. Hm, da ist etwas in die Tonne eingeritzt. Zeig mal her. Es sieht aus wie ein... Da ist auf jeden Fall ein Pilz. Was hat er denn nochmal gesagt? Ein dreiköpfiger... Hier, dreiköpfig. Ein dreiköpfiger Pilz... Mit Ukulele? Ist es dann Justus? Das bezweifle ich fast. Toll. Jetzt ist mir schwindelig. Oh, zu viel gedreht. Gehen wir nochmal nach oben und fragen nochmal einmal ganz genau, was wir jetzt gerade nachsuchen. Ich möchte nämlich nicht unbedingt direkt was aufs Meer sehen. Wo ist der Eisberg, wenn man ihn braucht? Oh, seid verflucht, karibische Temperaturen. Hier wird es keinen Eisberg geben. Ey. Ein Knoten wie ein dreiköpfiger... Der Piratenhut war da. Justus. Ein Piratenhut. Richtig? Ei. Das ist Justus. Justus? Ha, wusste ich's doch. Du hast absolut keine Ahnung von Knoten. Sieh zu, dass du... Das war doch richtig. Ach, sagtest du Knoten? Lass es mich noch... Ja, du hast zwar keine Chance, aber na gut. Okay, das schreibe ich mir jetzt auch mal auf, dass ich genau weiß. Wie wär's damit? Wer hat diesen Knoten erfunden? Der Knoten sieht aus wie... ein betrunkener Schmetterling mit einem Monokel. Schmetterling, Monokel, betrunken. Okay. Vielleicht habe ich das dann nicht richtig aneinander gehalten. Weil da müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal einmal nach unten. Die ganzen Namen kenne ich nicht auswendig, aber das erinnert gerade so ein bisschen an Secret of Monkey Island, wo man damals dieses Spiel hatte, dieses Kampfspiel gegeneinander. Oh, das war witzig. Da ist auf jeden Fall betrunken. Da ist der Schmetterling. Ui. Aber wo ist das Monokel? Da ist das Monokel. Schmetterling, Monokel, betrunken. Heißt dann Victor? Da habe ich nämlich, glaube ich, gerade nicht drauf geachtet. Victor müsste es jetzt sein. Toi, toi, toi. Ist es Victor? Ein Ei. Victor? Hey, Moment mal. Das stimmt. Hell yeah. Ich hatte schon befürchtet, du würdest Unglück auf dieses Boot bringen. Aber wie es aussieht, habe ich dich unterschätzt. So ist es. Wer die Notfather kennt, ist auch würdig, Krakenfodder zu spielen. Hier, ich leihe dir mein Set. Das ist sehr nett. Ich danke dir, Bruder, im knotigen Geiste. Der Knot sei mit dir. Genau das. Der Knot sei mit dir. Ich konnte Knoten-Joe vortäuschen, dass ich seine bescheuerten Knoten auswendig könnte. Deswegen hat er mir das Set geliehen. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt das Minispiel dieses Spiels spielen. Mal gucken, ob es so wird wie Gwent. Ich hab das Set. Sehr gut. Dann kann's ja losgehen. Am besten lernt man die Regeln einfach direkt im Spiel. Ab geht die Fahrt. Oder möchtest du alle Spielregeln einmal durchlesen? Ach, direkt ins Spiel. Komm, rein. Lass uns einfach loslegen. Ich lerne die Regeln einfach im Spiel. Alle Mann an Deck und gut festhalten. Jetzt wird es ernst. Okay, wir ziehen eine Karte ab. Du hast die Hexe gezogen. Weder ein Crewmitglied noch der Kraken ist in deinem Reich der Toten. Du kannst niemanden wiedererwecken. Okay, könnte jemanden wiedererwecken. Oh oh, du kannst oder willst deinen Gegner nicht angreifen. Er kann entscheiden, ob er deine Karte mit einer einzigen Kanonenkugel zerstört oder sie verschont. Und eine Kanonenkugel... Warum hat er die 5 gelegt? Dein Gegner hat die Hexe gezogen. Weder ein Crewmitglied noch der Kraken sind in seinem Reich der Toten. Er kann niemanden wiedererwecken. Feuer! Du kannst die Karte deines Gegners mit einer einzigen Kanonenkugel zerstören, da er nicht angreifen kann oder möchte. Klicke auf die Würfel, um zu feuern, oder auf die Karte, um weiterzuspielen. Ah, weil man immer den obersten wirft. Man hat quasi 5 Kanonenkugeln, die man abfeuert. Oh, er hat eine 5, ich habe eine 3.
Dein Gegner feuert zwei Kanonenkugeln auf dich ab. Wie willst du reagieren? Klicke auf die gewünschte Würfelanzahl, um selbst zu feuern, oder klicke auf deine Karte, um sie zu opfern. Feuert zwei Kanonenkugeln, die 4 und die 3. Das heißt, 7? Was kann ich dann denn jetzt zurückwerfen? Es geht doch darum, dass ich seine ganzen Karten zerstöre, oder nicht? Dann wäre es ja eigentlich schlau, meine Karte jetzt zu opfern, weil dann sind seine zwei Kanonenkugeln weg. Oder es geht darum, seine Kanonenkugeln wegzukriegen. Du hast den Schiffsjungen gezogen. Klick auf die verfeuerten Kanonenkugeln im Meer, um sie wieder aufzuladen. Oder klicke auf eine zerstörte Kanonenkarte, um sie zu reparieren. Kanonen. Vielleicht hätten wir die Spielregeln doch mal vorher lesen sollen. Dein Gegner hat den Kraken befreit. Beide Karten werden sofort zerstört, ohne dass eine Fähigkeit ausgespielt werden kann. Okay. Dein Gegner feuert eine Kanonenkugel auf dich ab. Wie willst du reagieren? Klicke auf die gewünschte Würfelanzahl, um selbst zu feuern, oder klicke auf deine Karte, um sie zu opfern. Ich weiß halt noch nicht, was diese 2 und die 4 bedeutet. 2. Wir müssen dagegen dann spielen. Du hast den Kraken befreit. Beide werden sofort zerstört. Okay. Du kannst die Karte eines Gegners mit einer einzigen Kanonenkugel zerstören, die er nicht angreifen kann oder möchte. Klicke auf die Würfel, um zu feuern. Ja. Warum hat er jetzt alle seine Kugeln wieder? Deine Kanonenkarte hat den höheren Wert, also entscheidest du zuerst, wie und ob du angreifen möchtest. Ja, wir haben jetzt leider nur noch die, was ein bisschen schade ist, weil... Haben wir einen... Ich meine, das war vollkommen strategisch gespielt. Keine Frage. So, wir sehen, er hat noch 3 Karten, ich habe noch ein paar mehr. Du kannst oder willst deinen Gegner nicht angreifen. Ich hätte gerne meine Kanonenkugeln wieder. Oh oh, ich glaube, jetzt werden wir gerade gehopst. Ich glaube, wir haben das Spiel verloren. Weil er kann uns jetzt einfach so abziehen. Weil es geht in dem Spiel darum... Sieht noch unentschieden aus. Das ist selten. Willst du noch eine Runde? Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Das hat doch ganz gut geklappt, oder nicht? Komm, eine Runde noch. Auf jeden Fall. Los geht's. Ich hab's zwar immer noch nicht ganz verstanden, aber hey. Okay. Er wirft eine Kanonenkugel. Wir werfen auch eine. Nice. Und da geht's dann immer rum, wer die höhere Zahl hat. Alright. Sehr schön. Nächste Karte. Dein Gegner hat den Schiffsjungen gesagt. Er kann seine Kanonenkugeln wieder aufladen und eine zerstörte Kanonenkarte reparieren. Der nimmt die Karte, ne? Ja, wäre auch nur doof gewesen, wenn nicht. Mit der Hexe können wir leider gerade niemanden befreien, weil niemand ist auf dem Feld. Kraken befreit. Beide werden zerstört. Zip, zip. Seeschlacht. Dein Gegner hat den Kapitän gezogen und feuert alle verbleibenden Kanonenkugeln auf dich ab. Wie willst du reagieren? Klicke auf die gewünschte Würfelanzahl, um selbst zu feuern, oder klicke auf deine Karte, um sie zu opfern. Wir opfern die Karte, weil dann verballert er jetzt alle seine Kanonenkugeln. Wir müssen uns gar nicht drum scheren, dass wir auch alle verballern. Halb so schlimm. Warum kriegt er, wenn er alle verballert hat, die zurück? Das ist anscheinend eine Regel. Toll, und er kriegt den Kraken bei meinem Kapitän. Na, super. Wir spielen... 2. Oh! Da hat er gewonnen. Mhm. Beide Kanonenkarten haben den gleichen Wert. Es wird automatisch mit jeweils einer Kanonenkugel angegriffen. Yes! Tschüss! Sehr gut. Er kann ein Crewmitglied oder den Kraken aus seinem Reich der Toten wiedererwecken. Natürlich den Kraken. Kannst die Karte eines Gegners zu einer einzigen Kanonenkugel zerstören? Ja, safe. Weg damit. Weil ich krieg meine Kanonenkugel nicht wieder. Mit dem kriege ich die wieder. Ja, ich möchte auf jeden Fall meine wieder haben. Natürlich wird jetzt auf mich geschossen. Klar. Er spielt mit nur einer. Deswegen spielen wir mal mit 2. Und wir verlieren trotzdem. Das ist nicht wahr.
Wir spielen schon mit 2 und trotzdem verlieren wir. Oh, Backe. Oder eine zerstörte Kanonenkarte reparieren. Aber was können wir denn? Wir haben die Hexe gezogen. Kraken im Reich der Toten. Okay, wir können alles jetzt wiederholen. Außer die Kanonenkugeln. Der Kapitän ist eigentlich ganz gut, ne? Wenn er nicht wieder instant zerstört wird mit einer Krakenkarte. Wir holen mal den Kapitän zurück. Natürlich. Alle verbleibenden Kanonenkugeln feuert er auf uns. Wollen wir unsere Karte opfern? Ne, der Kapitän geht jetzt drauf. Oh, wow. Ich hab einen Pasch. Ein höheres Paar. Ja, ne, die Strategie hier hinter bin ich noch nicht ganz so gut gekommen. Aber in Kartenspielen war ich jetzt noch nie gut. Natürlich hat er den Kraken wieder bei meinem Kapitän. Das ist doch ein schlechter Scherz. Wirklich. Möchte ich jetzt nochmal mein Kapitän wiederholen? Möchte ich, oder? Oder den Kraken. Oder wir kriegen alle Kanonenkugeln wieder. Holen wir ihn zurück. Tja. Ja, wir müssen jetzt eine Kanonenkarte zurückholen. Weil... Oh, wir sind gerade in der Zwickmühle. Jetzt haben wir eine 6er Kanonenkarte. Er hat eine 3er. Wir können aber nicht angreifen. Er zerstört sie. Dann sind wir wieder bei unserem Buben, womit wir uns wieder unsere nächste Karte holen können. Aber er zerstört jetzt auch unsere nächste Karte. Allerdings, wenn er die zerstört und wir unsere... Ja, wir haben verloren. Komme, was wolle, wir haben verloren. Weil die wird zerstört. Wir sind dran, können aber nicht angreifen. Und unsere Karte wird zerstört. Wir haben keine Karten mehr und wir haben tatsächlich verloren. Okay. Verrücktes Spiel. Ich hab gewonnen. Verrücktes Spiel. Willst du noch eine Runde? Nee, ich hab genug. Ich bin schlecht. Bitte nicht. Du hast Schiss, was? Dachte ich's mir. Sag Bescheid, wenn es dir anders über... Bei Mamas Tattoo. Was war das? Ist das der Eisberg, den wir uns gewünscht haben? Bevor hier alles unter Wasser steht. Ich renne. Schnell. Oh, wie lustig das Rennen aussieht. Schnell alles zukleben mit Oh, Gottes Willen. Oh nein. Erik? Ich kann nicht schwimmen. Ja, dann sag schnell den anderen Bescheid. Wo sind denn alle? Oh, ist das eine schöne Anspielung. Es ist einfach der Day of the Tentacle. Oh, wie großartig. Cleo wurde in die Tiefe gezogen. Doch bevor sie das Bewusstsein verlor, vernahm sie durch das dumpfe Grollen noch ganz deutlich ein Wort. Das schreibe ich mir jetzt schon mal auf. Jihomile. Das wird noch sehr wichtig sein. Autsch. Wir sind auf der Insel. Wo bin ich? Das war, meine ich, die Ecke von der Schatzkarte von dem Kapitän. Schiffsbruch. Wir wurden angegriffen. Ein gewaltiges Monster hat Pete's Schiff in die Tiefe gezogen. Ich war bewusstlos und bin jetzt an einem unbekannten Strand aufgewacht. Wie konnte ich das überleben? Wo bin ich hier? Ich will lieber nach Hause. Trümmer. Das sind Trümmerteile von Pete's Boot. Oh, feier. Wir haben noch das Kraken-Fodder-Set. Mit Sirene sprechen. Das glaube ich jetzt nicht. Oh, na toll. Ein Fan. Du bist eine echte... Sirene, klar. Nicht Nymphe, nicht Nixe, nicht Meerjungfrau oder was ihr Menschen sonst noch so für kitschige Worte benutzt. Mhm. Streich sie aus deinem Wortschatz, verstanden? Es gibt wirklich nichts, was wir mehr hassen. Gut zu wissen. Wow. Außer Verliebt. Wenn Leute sich mit billigen Flossen verkleidet in ihrer Badewanne fotografieren. Also ehrlich, ein absolutes No-Go. Davon habe ich als Kind immer geträumt. Lass es lieber, die Fotos bleiben ewig im Internet. Nein, nicht das mit der Badewanne.
Ich habe immer davon geträumt, als echter Pirat auf Schatzsuche zu sein und dabei einer echten Sirene zu begegnen. Du? Ein Pirat? Ja. Ja, so mit Papagei auf der Schulter und mit allem drum und dran. Was willst du? Gute Frage. Ich will eigentlich nur wieder nach Hause. Gut, ciao. Kannst du mir vielleicht helfen? Auf gar keinen Fall. Ich hab zu tun. Was machst du denn gerade? Hast du das Wort Jichomilele schon mal irgendwo gehört? Was? Woher kennst du diesen Namen? Es ist ein Name? Wo hast du ihn gehört? Um ehrlich zu sein, ein Geist hat ihn mit Fischblut an die Wand geschrieben. In der Bar meines Vaters. Ein Geist? Zu Hause hat mir auch niemand geglaubt. Und deswegen musste ich zur Strafe auf dieses stinkige Fischerboot. Und dann? Und dann wurde das Boot angegriffen. Von etwas Gewaltigem. Dem Kraken? Unmöglich. Ja, ein Kraken. Danach kann ich mich an nichts erinnern. Du willst mir erzählen, du hast den Kraken überlebt? Scheint so. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin dort drüben am Strand aufgewacht. Ein kleines, unscheinbares Mädchen. Wer ist Jichomilele? Also, wer ist Jichomilele? Madame Jichomilele. Die Allwissende. Die Allsehende. Die Unfehlbare. Eine Wahrsagerin? Sowas in der Art. Vermutlich wusste sie bereits, dass du kommen würdest. Also, ist sie hier? Du meinst auf dieser Insel? Oh ja, immer. Was machst du da? Ich flechte einen Kranz aus Folofeilchenblüten. Für wen? Na, für mich. Doofe Frage. Entschuldigung. Sieht toll aus, der Kranz. Ich weiß nicht. Er ist noch ziemlich karg, findest du nicht? Eigentlich nicht. Wer hat dich denn gefragt? Je mehr Folofeilchenblüten, du hast mich gefragt, desto besser. Und ja, das hier sind eindeutig zu wenig. Was weißt du über diesen Kraken? Du weißt es nicht. Was? Es wird gesagt, dass wenn der Kraken jemanden verschont, das etwas zu bedeuten hat. Was soll das heißen? Für mich heißt das, entweder deine Geschichte ist gelogen oder du bist zu etwas Großem bestimmt. Meine persönliche Vermutung behalte ich mal für mich. Kannst du mir sagen, wo ich diese Madame Jichomilele finden kann? Ich weiß nicht recht. Bitte! Stopp nicht betteln, das ist ja ekelhaft. Vorschlag, du bringst mir 20 Folofeilchenblüten. Dann zeige ich dir den Weg. 20 Blüten sammeln? So ein Abenteuer wird das sein. Ist ja wie World of Warcraft. Hopp, hopp. In Ordnung. Hopp, hopp. Ich wünschte, ich könnte was mit dem Fisch machen. Die Sirene. Wow, ich kann es nicht glauben. Ich habe eine Sirene getroffen. Eine echte Sirene. Von ihr habe ich erfahren, dass Jichomilele der Name einer Wahrsagerin ist, die hier auf der Insel lebt. Das kann doch alles kein Zufall sein. Aber vielleicht kann mir diese Jichomilele helfen, nach Hause zu kommen. So, die Hoffnung. Was haben wir hier für einen mysteriösen Stein? Auf diesem Stein sind seltsame Zeichen eingemeißelt. Und ein Tintenfisch. Den sieht man direkt. Okay. Ich glaube, ich habe hier hinten tatsächlich schon eine Blüte gesehen. Hier. Die können wir direkt schon mal sammeln. Fupp. Ist das wirklich erst eine? Eine Blüte des seltenen Folofeilchens. Ich brauche 20 Stück, um sie der Sirene an der Südseite der Insel zu bringen. 20 Blüten. Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt genug, um sich hier mal einmal komplett auf der Insel umzuschauen. Was ist das hier? Das ist der Tell-Me-Swamp. Herzlich willkommen in den Tell-Me-Sümpfen. Okay. Tell me. Tell me why. Ain't nothing but a... Wer ist denn die süße Mücke? Bist du eine kleine Stechmücke? Hallo? Die sieht ja absolut klasse aus. Okay, wir sammeln mal weiter die ganzen Blüten und gehen hier erstmal so rigoros um die Insel herum. Strumpfhose nehmen. Oh! Au! Die freche Krabbe hat nach mir geschnappt. Sie hat wohl was dagegen, dass ich die Strumpfhose klaue. Aber bewacht also die Strumpfhose, so. Wäscheleine. Da ist noch Platz auf der Wäscheleine. Falls wir noch irgendwas aufhängen müssen,
Kein Problem. Die Feuerstelle ist noch heiß. Jemand war hier. Hier hat vor kurzem noch jemand Feuer gemacht. Oh oh. Spannend, spannend. Was haben wir hier? Nachtschrank? Hm, die Schublade ist abgeschlossen. Natürlich. Das Schloss sieht aber nicht sehr sicher aus. Also wenn man irgendwie einen Hammer oder so hätte, könnte man das wahrscheinlich öffnen, willst du mir damit sagen. Okay, hier sind nochmal zwei Blüten. Eieiei. Ja, 20 Blüten kriegt man auf jeden Fall zusammen. Trotzdem eine ganz schöne Arbeit, du. Huiuiui. Swupp. Nehmen wir auch noch mit. Swupp. Wie viel haben wir schon? 16. Ja, wir sind doch hier auf bestem Wege. Oh, hier ist noch eine. 18. Autsch! Mich hat da was in den Fuß gestochen. Pass doch auf, du Tollpatsch! Cornelius Maximus? Wer spricht da? Hier unten. Du bist auf eine unserer Lanzen getreten. Du Tempel. Wer zum Teufel bist du denn? Cornelius Maximus. Ach so. Kommandeur der 12.008. Legion. Wir haben so gut wie jedes Gewässer weltweit infiltriert. Wir sind das Schrimperium. Seid ihr eine Armee oder sowas? Eine Armee? Nein. Besser. Ein Paketdienstleister. Ah. Paketdienstleister. Unter Wasser. Das Schrimperium besteht aus Milliarden von Schrimps, die erfolgreich den Dienstgrad des Paket-U-Booten erreicht haben. Gab's zuvor noch nicht? Das Schrimperium liefert alles in kürzester Zeit an jeden Ort, der am Wasser liegt. Ausgenommen Orte im nautischen Nebel. Und worauf bin ich da gerade getreten? Auf eine Lanze. Unser gesamtes Waffenarsenal ist hier unten aufgereiht. Waffenarsenal? Sagtest du nicht gerade, ihr wärt ein Paketdienst? Und? Muss ein Paketdienstleister etwa wehrlos sein? Ich sag dir, Pakete ausliefern und Pazifismus passen nicht gut zusammen. Ich und meine Männer wurden hier vom Feind eingekesselt. Vom Feind? Ja, er hat hinter uns eine Barrikade errichtet. Und jetzt stecken wir hier fest. Bislang waren unsere Attacken erfolglos. Doch früher oder später werden wir diesen Aufständischen schon in die Knie zwingen. Du meinst den Biber da drüben? Ich kann dieses zweizähnige hämische Grinsen, dieses unbeugsamen Nagetiers nicht mehr ertragen. Na dann, viel Erfolg noch. Lasst ihr mich kurz durch? Ich muss kurz auf die andere Seite. Auf keinen Fall. Unser Waffenarsenal? Schon vergessen? Wenn du hier einfach durchlatscht, sind wir dem Feind völlig wehrlos ausgeliefert. Eine Lanze hast du ja bereits kaputt gemacht. Er wollte ich ja nicht. Guck dir das an. Die sind völlig Schrott. Hm. Vielen Dank. Hier, die beschädigte Lanze. Kannst du behalten. Aber hier kannst du erst durch, wenn wir die Barrikade durchbrechen konnten. Oh, ich kümmere mich um den Biber. Mhm. In Ordnung. Sei vorsichtig, Soldat. Sei vorsichtig, Soldat. Ich habe direkt in die toten Augen dieses Wahnsinnigen gesehen. Und ich sage dir, der Kerl kennt keine Gnade. Ich habe den Biber noch nicht mal irgendwo gefunden. Aber irgendwo hier wird er wohl dann sein. Junge, Junge. Das Schrimperium. Viel verrückter kann dieser Tag nicht mehr werden, oder? Ich habe eine Legion von Schrimps kennengelernt, die sich das Schrimperium nennen. Sie sind eine Art Unterwasserpaketdienst und sie scheinen ihren Job ziemlich ernst zu nehmen. Ja. Eine verbogene Lanze des Schrimperio... Nun ja, ist seine Haarnadel. Damit können wir, denke ich, den Nachtschrank öffnen. Ziemlich sicher. Vielleicht kann ich das Schloss mit dieser Haarnadel knacken. Mal sehen. Hm? Na also, die Schublade ist offen. Mal sehen, was da drin ist. Was haben wir denn? Ein altes Paar rote Socken. Ja, großartig. Und ein Buch. Maltes Cocktailbibel. Die Cocktailbibel? Mhm. Die Haarnadel ist leider kaputt gegangen. Natürlich. Warum gehen Haarnadeln beim Schlösserknacken in Videospielen eigentlich immer sofort kaputt? Kurz die vierte Wand brechen, sehr schön.
Nachtschrank ansehen, da ist nichts mehr drin. Wunderbar, Freunde, ich hoffe, euch hat der erste Part von Cleo, A Pirate's Tale gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo wissen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn die wilde Geschichte von Cleo und, naja, ihren Piratenraubzügen hier weitergeht. Bis dahin, euer Brain, tüdelü mit Ü.